KI-Kompetenzen werden aus meiner Sicht immer wichtiger, weil KI auch in unserem Alltag eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Es betrifft sowohl den privaten als auch den beruflichen Alltag. Insofern ist es wichtig, dass wir ein Grundverständnis haben, welches Potenzial hinter KI-Techniken stehen, welchen Grundprinzipien KI-Techniken folgen und wo die Grenzen von KI-Techniken sind. Das Besondere an KI-Campus und an der Lernplattform ist, dass wir erstmalig ein vielfältiges Bildungsangebot zu künstlicher Intelligenz zusammentragen, welches sich an ganz unterschiedliche Bildungsniveaus richtet und so ein grundlegendes Verständnis von KI-Techniken erstmalig in der Breite ermöglicht. Im Kurs Mensch-Maschine-Interaktion geht es vor allen Dingen um die User-Interfaces. Gerade die User-Interfaces machen den Unterschied zwischen einem System, was benutzbar ist, was vertrauenswürdig ist, was Usern in Alltagsproblemen oder in beruflichen Problemen tatsächlich sinnvolle Assistenzleistungen bietet. Und solchen Systemen, die eher ablenken, die eher störend wirken und die tatsächlich keinen wirklichen Nutzen am Ende entfalten können. Der Kurs richtet sich an Studierende aller Fakultäten. Das bedeutet nicht nur an Informatikerinnen und Informatiker, sondern an all diejenigen Studierenden, die gerne KI-Inhalte in ihr Studium integrieren wollen. Der KI-Campus bietet dazu über seine Plattform eine sehr einfache und leicht zugängliche Möglichkeit. Die Kurse sind als Videomodule angelegt, die einzeln relativ kurz sind, unterbrochen durch Fragen, mit deren Hilfe man seinen eigenen Kenntnisstand überprüfen kann und so auch den Lernfortschritt beobachten kann und auch entsprechend die Inhalte sehr gut in andere Studieninhalte integrieren kann.